Zum 10. Mal findet in diesem Jahr das internationale CTI-Getriebesymposium statt. Wir haben uns 2 Tage lang mit unseren Kameras für Sie hier umgeschaut, mit den Referenten gesprochen und nach den neuesten Trends der Getriebewelt gefragt. Das Maritimhotel in Berlin war auch im Dezember 2011 wieder fest in der Hand der Getriebeexperten. Aus aller Welt strömten die rund 1000 Fachleute auf Einladung des Car Training Institutes in die deutsche Hauptstadt. Herzlich willkommen zu unserem Jubiläumssymposium über innovative Fahrzeuggetriebe, Hybrid- und Elektroantriebe. Ich freue mich sehr, dass Sie der Einladung zu unserem Jubiläum besonders zahlreich erschienen sind. Mit diesen Worten eröffnete Professor Ferit Kütschekay von der TU Braunschweig und Silvia Zenzinger von CTI die diesjährige 10. Ausgabe der Veranstaltung und das straffe Programm, bestehend aus rund 100 Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen und einigem mehr. Zum Auftakt blieb aber auch Zeit für einen kurzen Rückblick. Es waren sicherlich ganz interessante und eindrucksvolle 10 Jahre, wenn man sich die Entwicklung so Revue passieren lässt. Wir haben anlässlich des Jubiläumssymposiums natürlich uns die früheren Symposien und deren Kurzfassungen mal angeguckt. Was war denn los vor 10 Jahren, vor 9 Jahren, vor 8 Jahren? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und man stellt eindeutig fest, dass sich da unheimlich viel getan hat. Und es war unheimlich viel getan in allen Aspekten, in allen Getriebekonzepten, in allen Details, mit den globalen Zielen, stets das Fahrzeug effizienter, komfortabler und dynamischer durch das Getriebe zu machen. Wir müssen uns ein bisschen trennen von dem Begriff Getriebe. Das Getriebe ist ja der Kennungswandler zwischen Motor und den Rädern im Grunde genommen. Und die Aufgabe ist komplexer geworden. Durch das Hinzukommen der Elektromobilität werden wir 2 Kraftquellen, den Verbrennungsmotor, den E-Antrieb oder den Hybridantrieb. Und das Ganze wird im Getriebe zusammengeführt. Und die Getriebeleute haben den Background, die haben die Erfahrung, die haben auch die Kenntnisse, so eine Aufgabe zu übernehmen, tun das erfolgreich und damit haben die natürlich an Bedeutung gewonnen. Und zwar eben nicht über die klassische Getriebemechanik, sondern über Fähigkeit, die Gesamtintegration im Antriebsstrang zu machen und daraus am Ende gut fahrbare Autos zu machen. Wir müssen immer den Motor zusammen mit dem Getriebe sehen. Und da muss sich der Wirkungsgrad in Summe verbessern. Und dazu können die Getriebe viel beitragen. Die Spreizung wird größer. Wir betreiben die Motoren bei niedrigeren Drehzahlen. Und das ist halt sehr gut für den Verbrauch. Nach 10 Jahren des Getriebesymposiums ist jetzt die Elektromobilität auch hier im Antriebsstrang angekommen. Das bietet natürlich viele Möglichkeiten für die Industrie, gesamtheitlich den Antriebsstrang zu optimieren. Wir haben es ja auch in den Diskussionen gesehen, es ist nicht ein Schwarz-Weiß für Elektromotor, für Verbrenner, sondern es wird die Kombination sein. Und aus dieser Kombination heraus werden wir viele interessante technische Aufgaben, aber auch unternehmerische Möglichkeiten haben und die werden uns die nächsten 10 Jahre mit Sicherheit viel Spaß machen. Wir müssen eine Koexistenz zwischen den konventionellen und elektrischen Antrieben zulassen und zu dieser Koexistenz gehören die unterschiedlichsten Getriebekonzepte. In den letzten 10 Jahren hat sich die Anzahl der Konzepte erheblich vergrößert. Also ich würde sagen mindestens um Faktor 10. Und dieser Trend geht weiter. Wie die Teilnehmer auch deutlich bei der begleitenden Fachausstellung der sogenannten Transmission Expo erfahren konnten. Im Gespräch mit den Ausstellern war deutlich das neue Selbstbewusstsein der Branche und die positiven Aussichten auf die Marktentwicklung zu spüren. Hier in Berlin war der Blick deutlich nach vorne gerichtet. Ja, ich bin begeistert. Die Ausstellung hier imponiert mir und die Kompetenz und Anzahl der Teilnehmer. Trends sind natürlich ganz klar das Thema CO2, aber auch das Thema Komfort und sicher auch das Thema Kosten wird uns gerade auch in den Emerging Markets, auch beim Getriebe in Zukunft beschäftigen. Die deutsche Industrie ist wesentlich fitter, als die Presse sie macht. Also wir haben ja viel Pressekampagnen gesehen, auch nachdem der Toyota Prius zunächst auf den Markt kam. Die deutsche Industrie hat sich in einer ungeheuren Breite, und zwar von den OEMs runter bis zu den kleinsten Zulieferern, auf diese neue Themenwelt eingestellt, hat natürlich noch nicht überall Antworten, hat aber die Themen ernsthaft angenommen und arbeitet an einer unglaublichen Vielfalt von Konzepten. Wenn da ein Wechsel kommt, schneller als erwartet, da wird die Industrie darauf in geeigneter Weise reagieren. Also bin ich absolut positiv. Da hat mittlerweile dieser Funken so durchgezündet, dass ich glaube, die Branche ist gut dafür aufgestellt. Die wird so eine Herausforderung mit Bravour bestehen. Die wichtige Rolle, die der Ingenieurnachwuchs dabei spielen wird,
unterstrich der Veranstalter, indem er auch in diesem Jahr wieder talentierte, vielversprechende Jungingenieure vor den Augen der weltweit anerkannten Getriebeexperten mit dem Young Drive Experts Award auszeichnete. Ein Preis, der unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler steht. Die Getriebeentwickler sind aufgefordert, jetzt Ziele ihrerseits zu definieren, mit welchen Maßnahmen sie dem Gesamtfahrzeug beitragen wollen. Und das geht ja auch in Richtung jetzt Potenziale in Getrieben der Zukunft. Was müssen die Getriebe in der Zukunft für Ziele realisieren? Die müssen weiterhin leichter, kompakter, dynamischer, komfortabler werden. Aber das reicht nicht alleine. Das mussten sie in der Vergangenheit auch. Jetzt müssen sie die Effizienz nochmals erheblich steigern. Immer schneller schreitet die technische Entwicklung in der Automobilindustrie voran. Technologiesprünge finden in kürzeren Abständen statt, sodass auch die Getriebe- und Antriebsindustrie schon sehr bald vor ganz neuen Aufgaben stehen wird. Die Vorbereitungen zum 11. CTI-Getriebesymposium im Jahre 2012 sind jetzt bereits im Gange.